Ele, du bist sehr leise. So besser? Jo, besser. Bist du schon online? Ne, ich komm gerade rein. Du kommst mit Templar DD? Ja, der eigentlich auf Kiel ist. Eigentlich als Ziel, aber... Und V11. Um zu zeigen, dass es halt auch mit einer bunt gewürfelten Truppe eigentlich möglich ist. Hier, easygoing, die Daily im Hardmode zu bestreiten. Um einen Gold Key für die Undaunted Quest, die tägliche, zu erhalten. Tanken tut unser Tyrox, sonst einer unserer Main DDs im Raid. Der auch nicht auf Tank geskillt ist eigentlich. So. Nicht wirklich, aber er kann Schwert und Schild in die Hand nehmen, das reicht vollkommen. Hat aber 23 Kamana. Ja. So, invite es mal bitte. Jo. Du machst weiter Elemental Drain, ne? Ich mach alles drauf, ja. So, kurz vielleicht zum Heal-Spec, aber das wird ja hier aus der Heiler-Perspektive zeigen. Eigentlich wirklich vollkommen ausreichend sind die heilenden Quellen. Der Hauch des Lebens als Flash-Heal, so ein bisschen der Oh-Shit-Button. Dazu nehmen wir noch die strahlende Unterdrückung als Execute für die Phasen, wenn es einfach nur noch schnell gehen soll. Geistesabsorbung. Und das innere Licht für mehr Crit. Und auf der zweiten Leiste habe ich einen Zerstörungsstab mit dem elementaren Entzug, um unsere DDs zu supporten. Auch hier wieder das innere Licht, damit es aktiv bleibt, und die Entropie, um einfach nochmal unsere Spell Damage zu boosten. Alles wartet auf die Echse, da ist sie. Ja, ich bin da, ich bin da. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Jo, go. Jo. Selber haben wir nochmal in der nächsten Gruppe. Ihr seht hier wunderschön, wie der Tank sich kurz abholt. Damit die DDs einfach gebündelt an den Schaden fahren können. Und die steht hier. Was sich hier extrem anbietet, gerade für euch, falls ihr das halten möchtet, Casting die ganze Zeit im Block. Ihr könnt dann durch Doppelklicken der Fähigkeit im Block die Fähigkeit auslösen, was euch einfach, solange ihr Stamina habt, den Schaden reduziert, wenn ihr gehittet werdet von einem der Mobs. Was habt ihr dort? Ich zeig doch mal kurz. Du hast 45k? 47k. Ja, selbst unser Tank hat hier gerade 18k gefahren. Ja, ich hab. Ich. Warte. Du hast aber HPS gelegt, Digga. Ja, das muss ein Fehler sein im FTC. Das Damage explodiert, das kann nur nach mit dem Zählen, weißt du? Oh. 47k habe ich echt noch nie gehabt hier. Also ihr seht, erster Boss, einfach Ulti-Stacking, alles was ihr habt, dass die Ads weg sind. Die letzte, wenn der Boss dann steht und ihr habt einen Proc-Wand-Tab dabei, dann macht er keinen Schaden, das hat kein Execute. Wenn man schnell genug ist. Wenn man schnell genug ist.
Viel hält er nicht aus. Man kann diesen Boss übrigens auch skippen, also wenn ihr dran vorbeischleichen wollt, da ist für die Main Quest ist der nicht notwendig. Also einfach dran vorbeischleichen und dann könnt ihr hier direkt zum ersten wichtigen Boss. Das ist der Gargoyle. Wo seid ihr? Hier bietet sich's für die Ranged-EDs an, einfach hier auf dieser Position zu bleiben, wo wir jetzt sind. Nur der Tank geht dran. Der Heiler-Tank hält ausschließlich mit Flash-Heal den Tank, hält die Buffs aufrecht und wir bleiben außerhalb des Damages. Okay, okay, zeigen wir das einfach mal. 2, 1, go. Falscher Skill erhält. Der Boss kein Hexenwerk, wenn man genug Schaden dabei hat. Vampire? Ihr denkt, sie wissen, womit sie es zu tun haben? Wenn nicht, steht ihnen eine schmerzhafte Lektion bevor. Das ist einer von den dicken Jungs, wenn ihr davon genug tötet hier, wenn genügend durchläuft, dann gibt es ein Achievement. Nennt sich Fleischadronaten schlechter, dafür gibt es 150.000 Erfahrungspunkte. Oh, Championspunkt! Ah, geht's jetzt. Ja. So, jetzt kommt der erste wirklich interessante Boss. Okay, danke, wenn du soweit bist. Jo, danke. Wir gehen generell hier auf diese Position, weil ihr gleich sehen werdet, von vorne eine Adwelle auf uns zukommt. Es bietet sich da immer an, einfach die Gruppe zu overhealen, einfach spammen, was das Zeug hält, der Tank fährt die Krallen aus und die DDs machen AE. Ihr könnt euch jetzt ausruhen. Die erste Welle benötigt es eigentlich nicht wirklich die Ultis, die sollte man sich eventuell dann für die zweite Kurse aufgeben. Ihr seid nicht nur eine ihrer Illusionen. Ich lasse nicht zu, dass ihr uns aufhaltet. Warum ist nichts je leicht? Erlebt meinen Albtraum. Versteht ihr es jetzt? Ja, ich bin gerade wohl standlos. Okay. Oh, schon da. Hier ist die zweite, etwas größere Welle. Widerstand bin. Isohan. Jo, oh, zwar hier ist gar nichts aus. Oh, jetzt. Der Boss ist jetzt aktiv. Ab jetzt würde nur den Lanzen ausweichen. Der Boss hat drei Fähigkeiten. Dazu gehört ein Debuff, der eure Ressourcen runterstellt, und ein Zirkel. In dem müsst ihr mitlaufen.
sollte ich immer auf Range spotten und den Boss wegtreten, so wie es der Hauptmann macht. Dann haben die Idee, ist ein bisschen Platz im Boden. Vielleicht kann man nicht spotten und den schnell heilen. Bist du weg, Digga? Jetzt hab ich dich. Rennt man nicht so viel rum. Oh, meine arme Magika, da geht sie flöten. Meine auch. Oh, jetzt habe ich auch noch den Bar wieder. Ja, die Edge standen halt noch, weil ich die ganze Zeit eine Ping hatte von 1000. Ja, man macht sich halt wirklich das Leben leichter, wenn die Edge pünktlich down sind, wenn der Boss braucht. Ich keinen Schaden macht. Dazu schon immensen Schaden. Also mit wenigen random Teams ist das machbar. Von daher immer da aufpassen, dass die wichtigen Teams sind. Flächen schlecht nur ausgehen. Ich weiß, es kommt als Heiler fast jeder mit dir erzählen. So, der nächste Boss ist ein Zwischenboss, den könnte man rein theoretisch skippen. Aber er macht eigentlich relativ viel Spaß. Es geht um drei Fleischadronachen, die möglichst zeitgleich fallen müssen. Sollte einer am Schluss stehen, bekommt der wieder 50% seines Max-Lives zugesprochen. Also Jungs, dann lasst krachen. So, 3, 2, 1, so und Feuer. Bilderbuchkill. Richtig gilt, genau. Blocken, Heavy Attack. Wenn ihr seht, dass jemand auf euch zugerannt kommt, ist das ausruhig. Skippen, wenn man möchte. Wir können das mal kurz zeigen. Alle in Hide. Und immer an der Wand lang. Ach, nicht in Hide. Ziehst du den mit in die nächste? Ja. Genau. Als Tank hier einfach pullen und dann die nächste Gruppe mit rein. In der Regel geht der Autorex schon drauf. Und ab hier wieder heilen die Quellen zu blenden, was das Zeug hält. Es ist immer wichtig, dass die DTs sich so ein bisschen überorientieren und nicht zu weit auseinander werden. Das macht uns hier ein bisschen gerade sehr schön. So, als nächstes kommt wieder ein Zwischenboss. Pullst du bitte den Fleischatro wieder mit rein? Ja, nehme ich mit. Der Meister.
Nee, ist noch nicht down. Ist noch da. Ja, das ist ein Vampirboss, genau. Der verschwindet ab und zu mal eine Wolke, wenn er auftaucht, macht er einen Heavy Attack. Die sollte möglichst immer auf den Tank gehen. Wenn die auf euch geht oder auf einen DB, so immer abblocken, sonst seid ihr instant down. So, und dann liegt er auch schon. Wie gesagt, das war nur ein Zwischenboss. Wir kommen jetzt zum Endboss. Einer der coolsten Bossauftritte im ganzen Spiel, meiner Meinung nach, von unserem Vampirfürsten hier. Wir sind noch am Leben, nicht wahr? Ziel ist es, den Boss zu töten für den Hardmode, ohne seine Opfer zu töten. Er nährt sich regelmäßig von den Opfern, die ihr hier um uns hier stehen seht, und lädt damit sein Leben wieder auf, seine Health Points. Wir stellen uns im Kreis um ihn drumherum in der Regel. Er macht eine Blutungsfläche, aus der müsst ihr sofort rausdutschen. Macht ein paar Uncharging. Die müssen geblockt werden von den einzelnen Spielern, die er uncharged. Und ansonsten ist er eigentlich relativ easy mit Max DPS runter zu trainen. Auch hier für den Heiler wieder Healing Springs, also heilende Quellen. Und am Schluss mit Executen, was das Zeug hält. Okay, ah, alles klar. 2, 2, 1, ohne Pull. Ja, da warst du zu langsam raus. Ja. Wahrscheinlich Execute nicht abgebrochen. Kannst du nur Waffen wechseln. Also wenn euch das noch passiert, ihr seid in der Execute-Animation und müsst schnell raus, weil ihr blocken müsst. Wird auch eigentlich. Blocken oder Waffen wechseln. Und Execute. Zack. Das war eigentlich schon das ganze Dungeon. Hier hat man noch die Chance, einen Kopf zu looten. Und noch eine schöne Robe als Belohnung. Oh, GZ. Robe des Wurmkohls, GZ. Ein sehr interessantes Set für den Fall, dass ihr Raids machen wollt. Bei uns hat es in der Regel einer im Raid an. Ist ein sehr schönes Support-Set. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zugucken und schaut bald wieder rein. Bis denn. Ciao. Servus.